Genau, dann herzlich willkommen an alle Zuschauer und Zuschauerinnen. Schön, dass ihr da seid, auch an Zuschauer Rix. Wir haben jetzt hier die Simona dazu geholt. Simona ist ja die. Oder willst du dich selber vorstellen? Dann kann ich auch gar keinen Fehler machen. Ja, kann ich machen. Du hast ja vorhin schon mal gesagt, ich gehöre zum Kinderhospizdienst. Das ist nicht ganz richtig, aber auch nicht ganz falsch. Der Kinderhospizdienst und der Bereich, in dem ich arbeite, das ist die Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche, gehört gemeinsam zu Hospiz in Karlsruhe. Das sind zwei Unterbereiche. Und ich stehe für den Bereich Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche. Okay, gut. Warte mal, warum war das jetzt für uns? Ach so, jetzt weiß ich wieder, warum es für uns so laut war, aber für euch nicht. Okay, wir hören das einfach nur sehr laut, die anderen draußen nicht. Okay. Super. Ja, gerade kam nämlich ein Spendenalert rein und wir waren kurz irritiert, warum das so sehr laut war. Aber Okay. danke für die Spende. Genau, vielen Dank auch selber für die Spende. 10 €, ich schreibe dich gleich mal auf. Genau. Genau, so, und jetzt ist die Frage, wir hatten ja schon mal gesprochen. Wie lange bist du denn schon dabei? Also ich bin selber in der Trauerbegleitung seit 2014 dabei, also seit gut 6 Jahren. Ich mache das nicht in Karlsruhe selber, sondern ich bin tätig in Bruchsal. Ihr sendet von Karlsruhe aus, oder? Ja, Genau, wir ne? sind in Genau. Karlsruhe. Also wer jetzt nicht sich so hier in der Region auskennt, Bruchsal ist so 25 Kilometer entfernt von Karlsruhe und ist ein etwas größerer Ort noch im nördlichen Landkreis. Und zu uns kommen aber Kinder und Jugendliche, die nicht nur alle in Bruchsal wohnen, sondern im Umfeld von Bruchsal. Und es gibt aber auch eine Kollegin von mir, die bietet in Karlsruhe selber Gruppenarbeit an. Okay, und was genau macht man denn in so Trauergruppen überhaupt? Ich sage vielleicht noch mal erst, bei uns gibt es in Bruchsal 2 Kindergruppen und eine Jugendgruppe und in Karlsruhe gibt es im Moment eine Gruppe, aber da ist immer auch Bewegung drin, so wie das bei uns auch ist. Manchmal gibt es halt gerade mehr Anfragen, manchmal weniger. Und wenn es gerade weniger gibt, machen wir auch mal die Kinder in einer Gruppe. Was macht man so? Wir treffen uns mit den Kindern für einen Nachmittag alle 2 Wochen. Und wir machen gar nicht nur Sachen, die man vielleicht mit Trauer verbindet. Wir sind so beides, sage ich mal. Wir sind ganz klar eine Gruppe für trauernde Kinder oder eben bei den Jugendlichen auch für trauernde Jugendliche. Aber wir sind auch genauso eine Stück weit normale Kinder- oder Jugendgruppe. Das heißt, wir machen auch Sachen, die in anderen Kinder- und Jugendgruppen gemacht werden. Wir fangen immer an mit einer gemeinsamen Runde, wo jeder so ganz kurz sagt, wie geht's mir heute, wie bin ich gerade da. Da kommen auch so Sachen wie viele Hausaufgaben, morgen eine Arbeit oder so. Also ganz normale Sachen aus dem Leben. Dann spielen wir ein paar Sachen zusammen mit den Kindern. Und es gibt auch immer eine Zeit, wo wir essen. Das ist jetzt unter Corona alles so ein bisschen mit Fragezeichen natürlich. Das läuft alles ein bisschen anders im Moment. Aber zurzeit treffen wir uns auch gar nicht, weil das im Moment nicht möglich ist. Aber übers Jahr haben wir uns schon auch manchmal getroffen. Und also nach dem Spielen wird ein bisschen gegessen und getrunken. Und dann gibt es immer so eine Einheit, wo es tatsächlich ums Thema Trauer geht. Das kann ein Bilderbuch sein. Das können Impulskarten sein, das kann irgendwas anderes sein, wo wir irgendwie anknüpfen. Jetzt ist so ein Platz, wer möchte, kann reden über seine Trauer. Das passiert mal so, mal so. Manchmal wollen alle Kinder was sagen, manchmal sagt vielleicht erst mal keiner was, dann braucht es vielleicht noch mal so einen kleinen Impuls extra. Was für uns ganz wichtig ist, man muss sich uns nicht so vorstellen, wir treffen uns 3 Stunden und wir sind 3 Stunden traurig, sondern wir treffen uns 3 Stunden. Es gibt diese Einheit, da geht es ums Thema Trauer, aber drumherum haben wir auch ganz viel Spaß miteinander. Drumherum wird gespielt, wird auch gelacht, es werden auch Witze erzählt bei uns. Wir sitzen am Tisch, wir reden über alles Mögliche und bei Kindern ist so ganz typisch, manchmal auf einmal fällt denen was ein und dann fangen die plötzlich an zu reden und sagen, weißt du, bei meinem Papa war das so und so, als der gestorben ist. Oder erzählen irgendwas, was sie mit dem Papa gemacht haben. Also
Kinder sind so Moment, das ist so eine Momentaufnahme. Man sagt immer so, die springen so in die Trauerpfütze rein und erzählen kurz was. Und das kann auch nur zwei Sätze sein. Und dann sagen die, so können wir jetzt wieder weitermachen, können wir wieder spielen oder denen fällt was Lustiges ein. Also man hat manchmal den Eindruck, wie geht denn das? Wie schaffen Kinder das? Aber Kinder sind so. Die machen das einen Moment und dann sind die wieder ganz woanders und wollen auch wieder so auf das Schöne gucken. Und diese kleinen Momente, die sind aber ganz wichtig, dass wir die auch mitkriegen. Und deshalb mache ich das natürlich nicht alleine, sondern wir sind so 3 bis 4 Mitarbeiter in der Gruppe jeweils, sodass wir einfach auch gut zuhören können, wenn die Kinder was sagen. Bei den Jugendlichen ist es insgesamt ein bisschen anders. Manches ist ähnlich. Wir essen auch zusammen, wir spielen auch was zusammen. Es gibt auch diese Einheit, wo wir über das Thema Trauer reden. Die ist aber ein bisschen größer als bei den Jugendlichen. Es ist einfach ein bisschen mehr Zeit, die wir dafür schon zur Verfügung haben oder die auch aufmerksam sind, so dabei zu sein. Können sich einfach schon ein bisschen länger drüber unterhalten. Für uns ist total wichtig, dass keiner muss und jeder darf. Also es kommt schon vor, dass wir eine Frage stellen vom Team und sagen, wie war denn das bei dir? Aber wenn wir merken, jetzt ist nicht der Moment, drüber zu sprechen, dann heißt es nicht, also heute sind wir aber hier und wir treffen uns erst in 14 Tagen wieder. Jetzt muss geredet werden, sondern das entscheidet schon jeder Teilnehmer auch für sich, ob es dran ist oder nicht. Weil das braucht ja auch viel Vertrauen und ja, man hat ja auch nicht immer den gleich guten Tag, das zu schaffen, drüber zu sprechen. Kenne ich. Da habe ich auch ganz viel Erfahrung gemacht mit Leuten. Also ich habe selber auch so eine kleine Gruppe, wo wir öfter mal über so emotionale Sachen drüber sprechen. Und manche Leute können an manchen Tagen halt ganz viel erzählen. Manche Leute können an anderen Tagen auch ganz viel darüber hören. Und an anderen Tagen ist es eher so ein, okay, heute kann ich mich damit gar nicht beschäftigen. Ansonsten falle ich da so in ein Loch und das ist dann nicht hilfreich so für die auf Dauer quasi. Also ja, das ist sehr, sehr, sehr gut, dass ihr da natürlich dann drauf achtet und Leuten Raum lasst. Ja, also für uns ist so beides wichtig, dass egal ob Kinder oder Jugendliche, dass die, wenn die zu uns kommen, dann wissen die, da sind Leute, die halten das mit mir aus. Da kann ich drüber sprechen. Die muss ich nicht schützen, weil das ist so eine Eigenschaft von Kindern und von Jugendlichen, dass wenn in der Familie ein Todesfall passiert, dann schauen die nicht nur, wie geht's mir gerade, sondern oft, ich sag mal, tun die so, als wenn es ihnen gut geht und überspielen das, weil sie merken, wenn ich sag, wenn meinetwegen der Papa gestorben ist und sie sagen zur Mama, heute bin ich echt total traurig oder weinen auch vor der Mama, dann wird die Mama auch traurig. Und dann ist das eine echt schwere Situation. Und weil die Kinder das merken, halten die ihre eigenen Gefühle manchmal zurück und sehen nach außen hin so aus, als ob alles für sie gar nicht so schwer ist. Also das ist was ich ganz oft höre, auch wenn Kinder angemeldet werden, dass es irgendwie heißt, ja, aber ich glaube, mein Kind kommt ganz gut zurecht. So. Und es mag auch sein, dass das Kind gut zurechtkommt, aber man sieht es eben auch gar nicht immer, weil die Kinder das irgendwie auch verstecken, um ja eben nicht noch mehr Traurigkeit so in der Familie hervorzurufen. Und deswegen finden wir es so wichtig, dass es so Gruppen wie uns gibt, wo die Kinder sich nicht überlegen müssen, mache ich jetzt die Leute, denen ich das erzähle, zu traurig, weil klar, ich bin auch manchmal traurig und erschrocken über das, was die Kinder da so ertragen müssen. Aber wir sind im Team stark genug, das mit auszuhalten und zuzuhören und dem Kind da auch einfach den Rücken zu stärken. Also ich sage jetzt immer Kind, Jugendliche ganz genauso. Also wir als Team, aber auch untereinander. Also das ist halt auch so ein Punkt. Jedes Kind, jeder Jugendliche, der das erlebt hat, dass jemand Wichtiges verstirbt in der Familie oder im Freundeskreis, der hat so manchmal auch das Gefühl, mir ist das passiert, aber ich kenne sonst niemanden, dem das auch passiert ist. Und alle in meiner Klasse, denen geht es weiter gut oder die reden vielleicht über andere Schwierigkeiten, aber für jemanden, der einen Todesfall in der Familie hat, das ist ja hat ja eine total riesige Dimension, weil das ist ja, das ändert sich ja nie wieder. Also
Es ist auch schlimm, wenn Eltern sich scheiden lassen, aber das Kind hat immer noch Mama und Papa. Und das ist im Todesfall natürlich anders. Und manchmal ist es dann so, dass die Freunde oder Klassenkameraden das gar nicht mehr so gut verstehen können. Das kennen Erwachsene auch. Also Erwachsene, die jemanden verloren haben. Oft heißt es irgendwann, ja, aber jetzt ist es so lange her. Also jetzt können wir auch nicht immer wieder drüber reden. Jetzt muss auch mal gut sein. Und es wird nie ganz gut. Es wird irgendwann nicht mehr so schwer, aber es geht ja nicht weg, die Situation. Die bleibt für immer so, dass nur noch ein Elternteil da ist. Ich muss Und auch das sagen, ist un Entschuldigung. ich finde es auch irgendwie seltsam, da zu sagen, dass man irgendwann aufhören muss, traurig zu sein, nur weil es jetzt mehrere Jahre vorbei ist. Es ist ja einfach, das bleibt ja weiterhin traurig. Es ist immer noch, der Verlust ist weiterhin da und der Sohn ploppt jetzt nicht auch plötzlich wieder auf und sagt so, hey, jetzt war ich 3 Jahre tot, jetzt bin ich wieder hier. Nein, das bleibt so und der Verlust sitzt weiterhin. Und das ist irgendwie seltsam, wenn dann Leute sagen so, ach come on, das ist jetzt so lang her. Ja, und es gibt ja immer wieder neue Situationen im Leben. Also, ich habe das auch so für die Kinder, die Mama oder Papa verloren haben, wenn die zu Jugendlichen werden, wenn die vielleicht, wenn Schulentlassung ansteht, Schulwechsel ansteht, die Frage, was will ich studieren, ansteht oder so wichtige Fragen im Leben oder wichtige Feste, Konfirmation, Kommunion, das ist ja früher, ist ja schon, wenn sie Kinder sind, aber so wichtige Sachen oder große Familienfeste, da gibt es eine Einladung und der Platz neben der Mama ist aber leer und alle anderen sind mit Mama und Papa gekommen oder Schulfeste und so. Es gibt so viele Situationen, da ist es gar nicht so wichtig, wie lange ist das her, sondern dann ist es der Moment, da tut es wieder besonders weh, weil die Kinder, die Jugendlichen merken, okay, alle sind mit Mama und Papa da und ich bin nur mit meinem Papa oder nur mit meiner Mama da. Und die Lücke wird immer wieder sichtbar, so. Das ist halt einfach echt krass so. Ich Und denke auch viel mit der Trauer hat, wie lange das im Prinzip dauert, bis man lernt, damit besser umzugehen. Auch vielleicht ein bisschen die Umstände, gerade für Kinder oder Jugendliche, die dann vielleicht auch unter bestimmten Umständen einfach nicht verstehen, warum es jetzt diese Person treffen musste. Also jetzt zum Beispiel, also man kann jetzt nicht sagen, dass es einfacher wird, wenn jemand krank war und dann daran gestorben ist, aber auf jeden Fall eine andere Sichtweise darauf zu haben, weil das ja dann schon länger ein bisschen das Leben mit begleitet und man sich ja schon länger darauf einstellen muss. Während jetzt zum Beispiel, wenn, sagen wir mal, plötzlich in einer OP dann was schief geht oder sowas, man sich vielleicht einfach fragen muss, sein ganzes Leben lang, warum das dann jetzt so passiert ist, weil man damit einfach nicht rechnen konnte. Ja, ich glaube auch, es ist zwar ein Unterschied, ob man sich darauf vorbereiten konnte, so, ne, wie du das sagst, wenn eine Krankheit da ist. Das beschreiben schon auch manche Familien. Es war gut, dass wir uns verabschieden konnten, weil das ist der große Unterschied. Wenn eben bei einer OP was passiert oder wenn ein Unfall passiert, dann gehen die Menschen morgens aus dem Haus und abends sind sie nicht mehr da. Und dieses Plötzliche, das ist ganz, ganz schlimm, dieses sich nicht verabschieden können. Trotzdem, ja, gebe ich dir recht, man kann nicht, auch nicht sagen, das eine ist besser und das andere ist besser. Es schwer ist beides. Also auch dieses Abschied nehmen müssen, ans Krankenbett gehen, sehen, wie es den Menschen immer schlechter geht, das ist auch ganz schwer. Und je kleiner die Kinder sind, desto weniger verstehen sie es. Und das haben wir halt auch immer mal. Also die Kinder kommen durchaus lange zu uns. Wir handhaben das so, dass wir keinen festen Zeitraum. Wir sagen nicht, du kannst 10-mal kommen und dann ist ja wieder Platz für neue Kinder, sondern wenn Kinder das mehrere Jahre brauchen, das schauen wir halt immer an. So, wir sind immer im Gespräch mit Mama oder Papa, und fragen auch mal nach, aber manchmal warten wir auch auf den Impuls, je nachdem. Also das gucken wir einfach, da gucken wir einfach gemeinsam hin, wie lange ist es richtig, dass jemand kommt. Und manche kommen wirklich mehrere Jahre, aber eben auch genau deswegen, was ich gerade gesagt habe, das Leben verändert sich, die Fragen im Leben verändern sich, der Platz, an dem man gerade steht, auf welche Schule man geht, ja, einfach was gerade dran ist und
Da kann man nicht sagen, ah ja, das ist jetzt 5 Jahre her, jetzt ist es, brauchst du nichts mehr, sondern manchmal brauchen sie dann eine andere Begleitung oder haben andere Fragen im Kopf, die sie klären möchten. Und von daher haben wir jetzt keine zeitliche Grenze, wie lange jemand kommen darf. Und das finde ich persönlich auch gut so, aber andere machen es natürlich auch anders. Und letztendlich, ja, wer es anbietet, der überlegt sich, wie er es richtig findet. Und wir haben es von Anfang an so gemacht und haben auch gute Erfahrungen damit. So, jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, wie lange man so hingehen kann. Und die Frage, die ich mir jetzt stelle, wie kommt man denn zum ersten Mal zu euch? Wenn jemand einen Todesfall in der Familie hat, entweder gibt es schon den Kontakt zum Kinderhospizdienst, das kommt auch vor, weil der Kinderhospizdienst begleitet ja Familien, wo jemand, entweder Mama oder Papa, krank ist und klar ist, die werden nicht mehr lange leben in dieser Phase, oder ein Kind selber krank ist und dann geht es um Geschwisterkinder, die da weiter vielleicht Begleitung brauchen. Also das kommt auch vor, dass die Begleitung zunächst durch den Kinderhospizdienst passiert ist und dann uns angetragen wird, jetzt ist der Todesfall eingetreten und könnt ihr das Kind oder den Jugendlichen weiter begleiten. Es kommt auch vor, dass jemand einfach das im Internet sucht. Also Trauerbegleitung oder Kindertrauerbegleitung, entweder Karlsruhe, Bruchsal, Landkreis Karlsruhe, da findet man das eigentlich ganz schnell. Da kommt man ganz schnell auf die Seite von Hospiz in Karlsruhe. Und da kann man sich dann weiter durchklicken. Das ist so ein Weg. Und da wir das jetzt schon über 6 Jahre in Bruchsal machen, ist es inzwischen auch immer häufiger so, dass mich Mutter oder Vater ansprechen, die ein Kind in meiner Gruppe haben. Und in Karlsruhe wird das ähnlich sein bei der Kollegin. Und halt sagen, wir haben im Umfeld jemanden, da gibt es einen Todesfall. Manchmal sogar. Wir haben im Umfeld jemand, da liegt jemand im Sterben. Darf ich auf Sie verweisen? Können die sich melden bei Ihnen? Also sozusagen über Bekannte. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt Flyer, die im Umlauf sind, die wir an Kinderärzte, an Kirchengemeinden, an Beratungsstellen verteilt haben, die also ausliegen. Damit melden sich auch manchmal Menschen direkt. Und ja, eben einfach dadurch, dass es das schon länger gibt, wissen Lehrer von uns, weiß das Jugendamt von uns, wissen Pastoren von uns und vermitteln einfach diesen Kontakt. Das ist sehr gut. Und ja, genau, wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass man dann auch sehr, sehr lange dann auch bei euch sein kann, immer wieder hinkommen kann, gerade wenn Situation sich ändert. Wenn man jetzt dann euch auch in der eurer Arbeit unterstützen will, was kann man dann da so denn tun? Das ist so ein ganz wichtiger Punkt mit dem Unterstützen, weil die Arbeit wird nur über Spenden finanziert. Es gibt keine andere Unterstützung. Also bei Begleitung im Sterben, sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen, wo ich gerade davon gesprochen habe, nämlich im Kinderhospizdienst oder im Erwachsenenhospizdienst, das sind die Finanzierung dieser Arbeit läuft zum Teil auch über die Krankenkassen. Also das wird unterstützt. Aber die Trauerbegleitung wird überhaupt nicht von den Krankenkassen und auch nicht von anderen Ämtern unterstützt. Das heißt, wir sind total auf Spenden angewiesen. Das kann man tun, indem man eben auf die Seite Hospiz in Karlsruhe geht und wenn man unter dem Button Engagement findet man den Button Spenden und da kann man auch direkt angeben, wofür man spenden will, für die verschiedenen Bereiche. Weil natürlich braucht auch der Kinderhospizdienst weiterhin auch Spenden, weil nicht alles finanziert wird. Aber man kann uns da eben auch finden und man kann auch direkt angeben, ob man für die Begleitung von trauernden Kindern oder von Erwachsenen spenden möchte. Sehr cool. Jetzt hast du auch die Trauergruppen für Erwachsene schon erwähnt. Gibt es dann auch wieder, wie bei den Trauergruppen von Kindern zu Jugendlichen, eine Transition zu den Erwachsenen rüber? Also, dass man da einfach dann weitervermittelt und wenn ja, ab welchem Alter wird das dann so gemacht? Das direkt so, dass es weitergeleitet wird, das gibt es eigentlich nicht. Es gibt manchmal Verknüpfungen, also bei den Erwachsenen ist es so, ich bin ja angedockt mit der Arbeit, obwohl wir in Bruchsal arbeiten, in Karlsruhe, weil
Also die übergeordnete Organisation sind Diakonisches Werk und Caritas. Und das wird für Kinder und Jugendliche tatsächlich zentral in Karlsruhe für den Landkreis geregelt, diese Begleitung, sowohl im Kinderhospizdienst als auch in der Trauerbegleitung. Bei Erwachsenen ist das anders, da machen das die Hospizdienste vor Ort. Also da gibt es in Karlsruhe eben auch bei Hospiz in Karlsruhe ein Angebot, aber es gibt das genauso in den Ortschaften. Also in Bruchsal auf jeden Fall und auch manchmal in kleineren Orten, dass es kleinere Angebote gibt. Wir haben es manchmal, dass Elternteile in das Beratungsangebot oder Begleitungsangebot für Erwachsene gehen und die Kinder gleichzeitig bei uns in der Gruppe sind. Da gibt es also eine Verknüpfung. Mit den Erwachsenen ist es aber kein fortlaufendes Angebot, sondern da wird tatsächlich ein gewisser Zeitrahmen vereinbart. Das hat aber auch damit zu tun, dass Erwachsene das ja auch in ihr Leben, ins Arbeitsleben integrieren müssen, wenn ein Todesfall in der Familie passiert und zum Beispiel der Familienvater stirbt, dann muss die Mutter ja auch finanziell sehen, wie sie die Familie zukünftig über Wasser hält. Und da ist genauso auch die Herausforderung, vielleicht wieder arbeiten zu gehen, vielleicht mehr arbeiten zu gehen. Und insofern ist da so ein ganz fortlaufendes Angebot schwieriger, sondern leichter zu vereinbaren. Wir treffen uns jetzt erstmal so und so oft und für diesen bestimmten Zeitraum meldet sich jemand an. Was nie heißt, wenn jemand deutlich macht, ich hätte gern noch länger Begleitung, dann heißt das nicht, nee, 5-mal haben wir jetzt gemacht oder 10-mal, das gibt's jetzt nicht mehr, sondern selbstverständlich wird da geguckt. Es gibt jetzt zum Beispiel bei Hospiz in Karlsruhe gibt's eine Koordinatorin für die Trauerarbeit, das ist die Elisabeth Deutscher und die hat auch die Erwachsenen, den Erwachsenenbereich und den Kinderbereich gleichzeitig im Blick. Okay. Das ist wirklich gut, dass es diese Arbeit gibt. Habt ihr da dieses Jahr dann auch irgendwie leider merken dürfen, dass es mehr Nachfrage gab? Oder ich kann mir halt vorstellen, dass jetzt in diesem Jahr, wo viele Leute sich mehr da mit sich selber auch beschäftigen müssen, weil man nicht so viel mit anderen interagieren kann oder potenziell einfach durch das Daheimsein viel auch nachdenkt oder mental auch schlechtere Gesundheit hat als sonst, dass dann viel dann auch hochkommt, was früher jetzt einfach so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wurde oder halt einfach irgendwie durch den Tag mitgetragen wurde, weil es halt gerade doch okay ist. Das kann ich im Moment noch nicht so sagen, dass es mehr ist an Anfragen. Das Problem ist, es ist schwieriger, das Angebot zu machen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, im Moment dürfen wir die Gruppen nicht stattfinden lassen, weil es einfach zu brisant wäre mit wir hatten schon so, wir haben im März aufhören müssen mit den Gruppen, als der erste Lockdown kam. Dann haben wir im Juni wieder begonnen und haben extra, obwohl wir die Kinder, wir hätten sie so gerade in einer Gruppe vielleicht unterbringen können und haben dann zwei kleine Gruppen draus gemacht mit nur 7 Kindern, damit wir einfach nicht so viele im Raum sind und Infektionen einfach besser vermeiden können. Und leider haben wir jetzt im November, Dezember wieder die Situation, dass wir uns gar nicht treffen können. Und das macht es irgendwie schwerer. Das ist ja klar, alle sind sehr herausgefordert in dieser Pandemiesituation, aber diejenigen, die sowieso schon so eine große Herausforderung haben und bewältigen müssen, die damit fertig werden müssen, dass vielleicht sogar erst vor einem Jahr oder nicht mal einem Jahr ein wichtiger Mensch gestorben ist, da ist es noch beängstigender, diese Situation. Und es gibt an der Stelle viel zu bewältigen, also ich habe ja vorhin schon gesagt, finanzielle Sorgen, Aufgabenverteilung, die natürlich nicht mehr so möglich ist, wenn ein Elternteil nicht mehr da ist. Also auf dem verbleibenden Elternteil lastet wirklich unheimlich viel. Und das, was so oft so genannt wurde, so die Situation, dass die Schüler im Homeschooling viel machen mussten, das ist für jede alleinerziehende Mutter oder Vater schwierig, aber wenn dann noch die eigene Trauersituation dazu kommt und dazu kommt, dass das Kind in Trauer ist oder Geschwisterkinder noch, also das macht das Paket noch größer und das ist eher so unsere Herausforderung, dass wir das ganze Jahr überlegen, wie können wir trotzdem irgendwie da sein und das ist aber schwierig. Also mit den Jugendlichen versuchen wir, im Online-Kontakt zu sein, aber
gerade jetzt sind die in einer Situation, die schreiben viele Arbeiten, die müssen sich zum Teil auch noch online mit Schule auseinandersetzen. Es ist nicht so einfach, sie zu erreichen, dass wir uns auch online treffen, weil es sich fast eher wie etwas zusätzlich Belastendes statt Schönes anfühlt, wenn wir uns treffen. Dann ist das immer schön. Also ganz oft kommen die und wenn wir so diese Runde machen, wie geht es mir gerade heute, dann passiert das, dass die sagen, ich habe mich den ganzen Tag auf heute gefreut, dass wir uns heute Abend treffen. Und das finde ich dann immer echt toll, wenn die ausdrücken, das ist so schön, hier in dieser Gruppe zu sein mit euch, jetzt nicht nur mit uns als Erwachsene, sondern natürlich auch mit den anderen Jugendlichen, um die geht es ja ganz besonders auch, dass ich mich den ganzen Tag drauf gefreut habe. Also das macht so deutlich, welchen Stellenwert das für die hat. Aber ist in dieser Zeit jetzt echt schwierig, da im Kontakt zu bleiben. Glaube ich. Und gab es dann auch Probleme mit Menschen, die jetzt halt, also um sich online zu treffen, braucht man ja so ein Grundmittel, irgendwie ein Gerät, dass man teilnehmen kann, potenziell Handy oder ein Laptop, Webcam und irgendwie vielleicht ein Mikrofon oder ein Headset. Gab es da dann Probleme? Habt ihr dann da irgendwie versuchen müssen, dass irgendwie Leute Zugang bekommen zu den Möglichkeiten? Nee, das hatten wir jetzt zum Glück nicht. Also das war nicht das Problem, sondern es war eher das Zeitproblem. Okay. Weil so mindestens mal ein eigenes Handy haben, also bei den Kindern nicht, sondern bei den Jugendlichen, ne, haben die alle. Bei den Kindern haben wir das gar nicht online versucht, weil das hätte wieder eigentlich nur die Eltern, also Mutter oder Vater, belastet, weil die das mit hätten stemmen müssen. Die Jugendlichen, die sind natürlich so fit, die können das selber. Ja, ich kenne das. Mein Bruder, der hat ein riesiges Streaming-Ausrüstung. Der hat mehr als ich in seinem Zimmer da am PC verkabelt. Ach ja. Ja, ich denke aber, also ich verstehe das Argument auch mit der Schule zum Beispiel. Ich habe ja auch Uni ausschließlich online aktuell. Und ich merke das einfach, man steht dann morgens auf, um was für die Uni zu machen und sitzt am PC. So, dann macht man nach der Uni das, was man sonst immer für die Uni nach der Uni macht, auch am PC. Und danach will man sich noch mit Freunden treffen, was auch alles über den Computer stattfindet. Und am Ende, also ganz am Anfang im Sommer, als das Sommersemester sozusagen das erste Mal online stattfand, da haben mir echt die Augen gebrannt nach so ein paar Tagen. Das hat richtig wehgetan und da hat man auch wirklich keine Lust mehr, das Ding überhaupt einzuschalten. Und das ist auf jeden Fall, sehe ich auch als eine zusätzliche Belastung an, wenn dann wirklich alles online stattfindet. Ja, und es ist einfach nicht das Gleiche. Geht ja jedem so. Ich finde immer so organisatorische Sachen, also irgendwas abzusprechen und so, das geht alles ziemlich gut am Computer. Aber so tatsächlich eine Beziehung zu spüren, und darum geht's. So, es geht um den persönlichen Kontakt und um das Gemeinschaft haben. Und das funktioniert halt irgendwie nicht so gut. Man kann Sachen zusammen machen und angucken, man kann Bildschirme teilen und alles Mögliche, aber wirklich so echt merken, da sitzt jemand mit mir auf dem Sofa und dem geht es manchmal genauso, wie es mir geht, das kann man nur, wenn man wirklich auf dem Sofa sitzt. Ja, noch ein Hinweis an den Chat. Falls ihr selber auch Fragen habt an die Simona, stellt die ruhig gerne in den Chat. Ich lese das dann noch gerne durch und wir geben das alles weiter. Wir lesen auch immer beim Chat auch mit. Keine Sorge, Trick, deswegen auch nochmal danke, dass du das teilen magst, was du was mit deinem Vater ist. Würde mich gerade auch interessieren, warst du denn auch einmal dann so in so einer Trauergruppe? Hast du das als Angebot damals gehabt als Kind? Ist jetzt auch wieder eine Weile her. Hat es ja geschrieben, dass es mit 14 passiert ist. Und ja. Genau, wie jung sind denn die Jüngsten, die bei euch dann landen? Also, wenn es Kinder sind, fängt es dann mit 6, 5, 4 an? Genau, ne, Grundschulalter. Also tatsächlich ab 6. Also, wir haben ausnahmsweise auch mal ein 5-jähriges Kind mit in die Gruppe genommen, weil das ein Geschwisterkind war. Wir haben aber festgestellt, also so die, ich sag mal, 6- bis 10-Jährigen, die kriegt man ganz gut unter einen Hut mit dem, was man bespricht. Also dass es für die Großen nicht zu langweilig wird, für die Kleinen nicht zu schwierig wird. Wenn die noch nicht in der Schule sind, dann ist ja klar, da passiert was. Nicht umsonst kommt man hier mit ungefähr 6 in die Schule.
Wir haben es da zum Beispiel mal gehabt, dass so ein Fünfjähriger irgendwann sagte, ich verstehe das Spiel nicht, ich kann das nicht mitmachen. Und eigentlich war es gar nicht so schwierig, aber ja, die Hürde ist dann doch irgendwie da und halt auch, wenn man sich austauschen will. Und bei der Trauer ist es so, dass Kinder so ab 6 irgendwann auch kognitiver damit umgehen können. Also bis dahin, so in etwa bis dahin in so einem Kindergartenalter stecken Kinder so in dem, man sagt so magischen Denken drin. Also dass die noch gar nicht so richtig die realen Zusammenhänge erfassen können, sondern dass sie, ja, zum Beispiel manche Kinder glauben, und das ist ganz schwierig, die Mama ist gestorben, weil ich gestern nicht lieb war oder weil ich mein Zimmer nicht aufgeräumt habe. Also so die stellen kausale Zusammenhänge her, da wo sie gar nicht sind, realistischerweise. Und es ist schwierig, das gleichermaßen in der Gruppe zu haben. Und wenn tatsächlich mal kleinere Kinder da sind, es kommt nicht so oft vor, dass da Anfragen sind, dann haben wir es auch schon mal so gemacht, dass wir die einzeln begleitet haben über einen gewissen Zeitraum. Aber auch da ist es schwierig, weil da machen wir vielleicht einen Termin aus für eine Stunde in der Woche. Und ich habe es ein paar Mal erlebt. Dann kommt so das Kind zu mir alleine und findet es eigentlich toll, dass da mal ein Erwachsener jetzt eine ganze Stunde für mich alleine Zeit hat und möchte diese Stunde gar nicht nutzen, über das Traurige zu sprechen, sondern möchte viel lieber was Schönes spielen. Und wenn ich dann versucht habe, irgendwie da anzuknüpfen an dem Thema, dann geht das nur ganz, ganz kurz und dann kommt so die Aussage, aber das macht mich immer so traurig, ich möchte jetzt lieber wieder was Schönes machen. Und dann ist es natürlich schwierig auch zu begleiten. Also das gut machen zu können, fängt wirklich eher so im Grundschulalter an, so auf die Weise, wie wir das tun. Und bei den Kindern geht es dann so bis ungefähr 11. Und bei den 12-Jährigen, da entscheiden wir immer, pa wo passen die besser hin. In der Regel bleiben die in der Kindergruppe. Und ab 13 ist die Jugend. Okay. Vielleicht noch mal so zu dem Gedanken, weil du ja vorhin, also ich kann jetzt den Chat nicht gleichzeitig sehen, das habe ich mir gerade weggeschaltet, an die Seite geschoben sozusagen. Aber weil du das gerade erwähnt hast, dass das jemand geschrieben hat, dass er eigene Erfahrungen hat und du ja gefragt hast, hattest du so ein Angebot? Mein persönlicher Auslöser, dass ich das gerne anbieten wollte im Landkreis, war, dass ich vor 7, 8 Jahren ungefähr gefragt wurde von jemandem aus meinem Umfeld, du bist doch da, zu der Zeit war ich für den Kinderhospizdienst tätig als Ehrenamtliche, gibt es nicht irgendwie ein Angebot für trauernde Kinder? Und ich habe das gesucht und zu dem Zeitpunkt gab es das im ganzen Landkreis nicht. In Karlsruhe gab es gerade erste Anfänge, das aufzubauen, aber für Bruchsal und nördlichen Landkreis gab es noch nichts. Und das war so eine Initialzündung für mich, dass ich gedacht habe, das kann doch nicht sein, dass es das überhaupt nicht gibt für Kinder. Da muss man was tun. Und das war so mein persönlicher Auslöser, das anzufangen. Und dann habe ich mir eine Weiterbildung gesucht, die mich dafür auch ausrüstet, weil das kann man natürlich nicht so aus dem Ärmel schütteln, sondern da braucht man auch, also man braucht sicher vieles andere auch, man braucht auch eine Empathie, man braucht auch Eigenschaften, die andere auch brauchen, um Menschen, die Schweres erlebt haben, zu begleiten. Aber gerade für die Trauer war es für mich auch wichtig, nochmal gut ausgerüstet zu sein, und eine Weiterbildung dafür zu machen. Ja, ich habe das auch schon. Eine Freundin wollte tatsächlich im Kinderhospiz arbeiten. Und da hat sie dann auch erzählt, dass es halt, sie musste, glaubt, sich erstmal bewerben und dann eine Ausbildung dazu machen. Weil auch da nochmal so ein bisschen also erstmal die eigene Motivation wird abgefragt, warum will man helfen? Und dann auch, ob man das dann am Ende dann aushält. Nachdem man selbst auch die Ausbildung gemacht hat, dann wird auch nochmal geschaut, ja, so evaluiert, kann die Person denn auch wirklich diese ganze Trauer, die da potenziell auf sie eingesprochen und erzählt und gezeigt wird, kann sie denn damit überhaupt umgehen? Weil das muss schon sehr emotional belastend oder kann auch sehr emotional belastend sein. Ja. Das stimmt, das kann es. Das werde ich auch oft gefragt. Also wenn ich das irgendwo, wenn jemand sagt, und was machst du denn? Also ich bin bei uns im Team die Einzige, die es tatsächlich beruflich macht. Die anderen machen es ehrenamtlich.
Und wenn ich so gefragt werde, und was machst du beruflich? Und sage, ja, ich bin Trauerbegleiterin für Kinder und Jugendliche, dann kommt oft so, oh, also das ist aber schwer. Und ich sage dann immer, ja, das ist schon schwer, aber es ist ja gut, wenn es diejenigen machen, die es irgendwie auch schaffen können. Ich kann dafür andere Sachen nicht. Ich könnte an anderer Stelle. Also für mich ist immer so ein Beispiel, wenn ich höre, dass jemand im Altenheim arbeitet, das ist für mich eher was, wo ich sage, das könnte ich, glaube ich, nicht. Und deshalb ist doch gut, wenn jeder für sich so rausfindet, was kann ich sozusagen oder wo passt es für mich. Und ja, das ist schon schwer. Wir haben schon echt einiges auch mitzutragen. Und deswegen ist genau das, was du sagst, wichtig, dass man muss sich auch erstmal ein bisschen mit sich selber auseinandersetzen. Und das haben wir auch gemacht so in dieser Ausbildung. So gucken, wo habe ich denn Trauer erlebt? Wie bin ich damit umgegangen? Was hat mich stark gemacht? Was hat mir zu schaffen gemacht? Und auch lernen, darüber zu sprechen, weil viele Menschen trauen sich ja gar nicht, das anzusprechen oder jemanden wortwörtlich darauf anzusprechen. Wie geht's? Also nicht nur, wie geht's dir so oberflächlich, sondern auch richtig mit reinzugehen ins Thema. Und da muss man natürlich auch stark sein dafür. Und das kann man nur, wenn man das emotional auch aushalten kann. Und nur dann kann man auch eine gute Stütze sein für die, egal ob Erwachsene oder Kinder oder Jugendliche, weil denen ist nicht geholfen, wenn die mir was Schlimmes erzählen und ich weine nur mit ihnen. Also nichts gegen Weinen. Ich kann auch Tränen, natürlich kommen mir auch manchmal die Tränen, aber wenn ich dann nur mitleide, also auch leide, dann strahlt es keine Stärke und keine Kraft aus. Und das soll es natürlich. Ja. Man will ja in dem Moment eigentlich auch eben Stütze sein, damit die Leute sich bei einem eben auch anlehnen können und Genau. sich öffnen können und sicher sein können, okay, hier bin ich jetzt gut aufgehoben, hier kann ich jetzt wirklich erzählen, was mich belastet, was mich traurig macht. Genau. Genau, also genau das Wort anlehnen hatte ich auch im Kopf und ich kann mich nur an jemanden anlehnen, der selber stabil steht. Wenn derjenige dabei umkippt oder auch ja, einknickt, sage ich mal, dann hilft mir das nichts. Und so in diesem Bild gesprochen ist das tatsächlich so, ja. Ich glaube, in dem Moment würde ich dann fast selber wieder anfangen, die andere Person zu stützen, anstatt dann Ja. meine Trauer irgendwie Raum zu lassen. Damit man mehr Ja. sich so gegeneinander stützt, So, dann ja, wir können es sowieso. natürlich auch im Pyramidenmodus probieren, irgendwie, aber schwieriger. Aber Wie genau das, sowas? was. Ach so, Entschuldigung. Vielleicht den einen Satz noch. Genau das ist das, was ich gemeint habe, was die Kinder nämlich tun, wenn sie merken, wenn ich was sage und will mich anlehnen, das ist eigentlich genau wieder der Punkt. Und merke dann knickt mir die Mama ein, dann wird die Mama traurig, dann geht es der schlecht oder der Papa, dann machen sie es nicht. Und dann fangen sie nämlich genau wieder umgekehrt an zu trösten. Genau das, was du gerade gesagt hast. Ja, hier sind jetzt zwei Fragen im Chat. Einmal, wenn Corona die Welt nicht mehr beherrscht, unternimmt ihr dann mit den Kids auch Ausflüge? So als Therapiemaßnahme. Mit den Kindern kaum. Es gibt ganz ab und zu, vielleicht einmal im Jahr, so ein Event, wir sind zum Beispiel ein paar Jahre schon mit den Kindern backen gewesen. Es gibt Freunde von uns haben einen Kontakt zu einem Verein, so ein Heimatverein, sag ich mal, und die haben ein ganz altes Backhaus und das ist eine tolle Veranstaltung, die wir mit den Kindern gemacht haben, weil die einfach dann auch was, weil sie sich selber ausprobieren können, weil die Gemeinschaft nochmal anders erleben, weil sie sehen, was sie schaffen können, weil sie was zum Mitnehmen haben nach Hause, was auch noch schmeckt. Also das war eine tolle Sache. Ansonsten, das machen wir ganz, ganz wenig, weil wir haben es auch schon gehabt, dass wir es zur Sprache gebracht haben, sollen wir das nochmal machen? Und die Kinder haben gesagt, nö, lass mal lieber hier bleiben, wir wollen lieber hier zusammen was machen. Weil es dann die verschiedenen Anteile hat. Wir haben in Bruchsal das große Glück, dass wir auch nach draußen gehen können, dass da ein großer Rasenplatz ist, wo wir uns in Bruchsal treffen. Das ist in Räumlichkeiten der Freien Evangelischen Gemeinde. Und da gibt es halt eine große Fläche draußen, wo wir auch draußen Spiele machen können. Und diese Kombination mögen die Kinder viel lieber.
Mit den Jugendlichen ist es ein bisschen anders. Da haben wir tatsächlich, wir wollten mal in den Klettergarten, das war aber leider im mega heißen Sommer, letztes, also nicht dieses Jahr, sondern letztes Jahr. Und dann haben wir es aus wegen der Gefahr sozusagen, dass uns jemand kollabiert, was verschoben. Das steht irgendwann noch aus. Was wir zweimal gemacht haben mit den Jugendlichen, ist, dass wir ein Escape Room zusammen besucht haben. Einfach um so gemeinsam was zu schaffen sozusagen. Also es ist einfach auch ja was Teambildendes sozusagen. Ansonsten auch da, klar, die mögen auch mal so einen Ausflug machen, aber viel wichtiger ist die persönliche Begegnung und die 2 Stunden zusammen zu haben. Cool. Auf jeden Fall super spannend. Tolle Arbeit. Und genau. Weil ich sie ja so toll finde, habe ich jetzt dann, war ich dann total begeistert, dass wir sie dieses Jahr dann unterstützen können. Vielen, vielen Dank auch für deine Zeit und für die ganzen Informationen. Ich würde jetzt mal sagen, wir machen an dieser Stelle jetzt mal Schluss und gehen zu unserem anderen Stream-Schedule, den wir mittlerweile bald um eine Stunde verdödelt haben. Das ist die Ja, kleinen eigentlich war technischen das Probleme. Interview war nämlich eigentlich von 12 bis 13 geplant. Ja, das stimmt, ich sehe es gerade. Und mittlerweile machen wir es quasi von 13 bis 14. Aber ja, genau, wir haben ja auch ein bisschen später mit dem Interview angefangen, als wir dann wollten und hatten dann dezente technische Probleme, die wir aber meiner Meinung nach sehr meisterhaft gelöst haben. Ja, mit vielen Also, Kabeln. mit einer, Aber also die ne? Kabel sieht man nicht. Ich sehe ja auch nur das, was die Das stimmt. anderen sehen. Und Genau. ihr habt das super gelöst, ja. Vielen, Also vielen ich Dank will mich dann. natürlich auch ganz doll bedanken. Danke, dass du das so oder ihr das so im Blick genommen habt, dass ihr heute dazu aufruft, uns zu unterstützen in dieser Arbeit. Ja, ich bin total froh, dass wir das so anbieten können, auch wenn das immer ein bisschen komisch klingt, weil bin natürlich nicht froh, dass die Menschen in dieser Situation sind, aber die wären ja sonst auch in der Situation. Und ich bin Eben. einfach froh, dass wir sie nicht normalerweise, wenn nicht Corona ist, nicht so allein lassen müssen. Jetzt versuchen wir, so gut es geht, auch da zu sein. Und ist natürlich toll, dass ihr ohnehin das jetzt schon zum dritten Mal macht, dass ihr für was Wichtiges aufruft zu spenden und es so verknüpft. Also echt eine tolle Sache und vielen Dank für die Zeit, die ihr jetzt euch da genommen habt, statt in dieser Stunde zu spielen, so ein ernstes Thema Das einzubringen. Toll. ich finde es wichtig, aber ja, Ich und finde da es ich auch besser, dass wir das nochmal so ein bisschen zeigen können, worum es genau. hier eigentlich geht. Also es geht ja hier heute nicht ums Spielen. Das machen wir natürlich auch gerne, das macht auch Spaß, aber dann Hat nochmal man so auch ein gemerkt bisschen. gerade. Ich habe euch ja zugeguckt ein bisschen. Ja, man will ja auch den Leuten zeigen, wofür sie dann letzten Endes spenden, weil sie spenden ja nicht für uns und dafür, dass wir nächstes Jahr wieder hier sitzen, um zu spielen, sondern eben für euch und dass man das auch ein bisschen mehr vor Augen bekommt. Vielleicht, So. vielleicht noch das eine. Ihr habt ja gesagt, man kann auch schreiben im Chat und so. Genau. Wenn es, du hast ja auch meine Mailadresse. Wenn es Genau. also irgendjemanden gibt, der einen Kontakt zu uns suchen möchte, das geht auf jeden Fall, so wie ich gerade gesagt habe, über die Homepage Hospiz in Karlsruhe. Wir können das aber auch gerne so verknüpfen, wenn jemandem jetzt noch eine Frage kommt und ihr die einfach an mich weiterleiten wollt, dann sehr gerne. Bin ich bereit. Ja, Schön. machen wir auch gern. Dann, Oder du, ich habe die Mailadresse nicht. wisst ihr jetzt Bescheid. Also vielen, vielen Dank, Simona. Wie gesagt, Leiterin Trauergruppen für Kinder und Jugendliche in Bruchsal. Genau. Und